Zack. Jetzt aber. Boah, das ist natürlich rutschig mit Wasser, also Vorsicht. Sehr gut. Ja, das ist etwas, was jemand mal sehr gut erklärt hat in den Spielen, Uncharted-Spielen, die ich auch eigentlich recht gut finde. Ich habe den zweiten komplett durchgespielt beim Kumpel und den ersten so zur Hälfte. Aber was die Uncharted-Spiele von... Gott, verflucht nochmal. Ich kann aber auch nicht sehen, wie tief die dann sind, wenn ich dort unter will. So. Was die Uncharted-Spiele aber von sowas wie Prince of Persia unterscheidet, was storygetriebene Action-Adventure-Games angeht, ist, dass sie in Uncharted immer diese, immer so Fake-Spannungen einbauen, die man eigentlich nicht braucht. Boah! Hier, oh Mann! Hier entsteht die Spannung aus dem Gameplay. Boah, so, jetzt aber. Das ist immer diese Mini-Ruckler. Ich komme nie dazu, mal irgendwie flüssig da durchzurennen. Also hier entsteht die Spannung ja aus dem Gameplay. Also ständig, wenn ich hier irgendwie denke, verflucht doch mal, ich sterbe gleich oder irgendwas gruselig ist, ist es, weil ich dann knapp einer Falle entronnen bin oder ähnlichem. Oder das Timing nicht richtig eingehalten habe. In Uncharted und so haben sie immer diese... ist es oft so, dass man gar nicht verlieren kann. Wenn du irgendwo balancierst, kannst du versuchen, was du willst, kannst sogar extra versuchen abzuspringen. Du wirst nicht runterfallen. Hier schon. Und dann gibt es halt immer so Sachen wie, du kletterst irgendwo lang und plötzlich, oh nein, die Stange, an der du dich festhältst, sie rutscht langsam ab. Naja, aber es wird sowieso, die wird sowieso nichts passieren. Die rutscht nämlich erst ab, laut Script. Wenn, wenn du davon abgesprungen bist oder sowas. Das heißt, selbst wenn du lange wartest, wird dir ja nichts passieren. Hier ist es so, wenn du zu lange wartest, fällst du mit der Stange runter. Und ähnliches. Und was man natürlich dann immer sagt, es soll ja filmischer wirken und sowas und nicht wie ein Game, damit man mehr in die Story reinkommt. Ja, aber was ist denn mit diesem Spiel hier? Wir sind perfekt in der Story drin. Verlieren sie auch nie aus den Augen. Alles ist motiviert, alle Orte, die wir sind, haben eine Geschichte. Ich meine, das ist jetzt offensichtlich die Küche des Palastes. Und sowas, Spannung entsteht durchs Gameplay. Und es geht nichts verloren. Mann, diese Slow-Mo-Sachen sind echt geil. Und die Kameraperspektive ist cool. Mann, da kommen jetzt aber auch viele. Das ist natürlich, weil jetzt einzeln natürlich keine Gefahr darstellen mit diesem geilen Schwert, das wir haben. Deswegen versuchen wir jetzt solche Masse zu überzeugen, das kann ich verstehen. Genau, auf jeden Fall, all das ist der Grund, warum diese Spiele hier wesentlich besser funktionieren als die Uncharted-Spiele, meiner Meinung nach, was wirklich storygetriebenes Spiel angeht. Ah, jetzt verstehe ich. Wir sind knapp nicht nah genug dran, also müssen wir dahin. Ist auch von der Säule verdeckt. Also ich verstehe das schon. Ist nur schade, dass er das Gameplay darunter leiden muss. In dem Fall von Uncharted. Ich mag die Uncharted-Spiele und sowas, aber die Uncharted-Spiele leiden zum Beispiel auch alle unter demselben Ding, dass sie dann zum Beispiel auch diese
ähnlich wie bei Prince of Persia 2, was wir hatten, diese schlechte Balance. Habt ihr das überhaupt gesehen? Das finde ich cool. Wir sind da abgesprungen, haben den Dolch reingehauen, sind da abgesprungen und darüber gelaufen, genau ab dieser schönen Markierung quasi, die aber in das Level integriert ist, muss man abspringen, um hier zu landen. Das nenne ich perfektes Level-Design. Da war kein direkter Pfeil oder sowas, der gesagt hat, du musst da abspringen, sondern es war einfach nur, die Architektur sieht halt so aus. Genau, Wege selber finden ist auch so ein Ding. In Uncharted hatte ich nie das Problem, den Weg zu finden und ähnliches. Und wenn so Script-Events passieren, weiß man ja, dass einem in 100% der Fälle nichts passiert und man eigentlich nur gerade ausdrückt, damit quasi die Geschichte weitergeht. Und für alle, die jetzt mich irgendwie haten und sagen, was, aber Uncharted ist ultra geil, hat irgendwie Scores von beinahe 10 und sowas. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich finde auch, dass es gute Spiele sind. Ich mag die auch sehr gerne. Aber die leiden ein bisschen darunter, dass sie cineastisch sein wollen. Während diesem Spiel hier, das ja zum Beispiel gar nicht schwer fällt, cineastisch zu sein und gleichzeitig ein Game. Oh ja. Oh ja. Also zum Thema cineastisch, das ist jetzt etwas, was so geil wird. Wir sind jetzt im Turm zu Babel und werden jetzt den damals größten Turm, den die Menschheit je gebaut hat, hochklettern. Prince of Persia Style außen an der Fassade. Da sind wir überall lang gelaufen. Die ganze Stadt Babylon, von den äußeren Stadtringen bis hierher. Jetzt müssen wir nur noch ganz rauf. Ich liebe den Soundtrack hier. Wow! Unsichtbare Gegner, geht's noch? Voll vergessen. Die Musik unterstreicht nochmal, dass wir in großer, imposanter Höhe sind. Fantastisch. Und man sieht, dass alles noch im Bau ist. Aber wenn ihr es vorher schon geil fandet, beeindruckend, dass der Prinz sich an solchen Stangen einfach so festhält und ähnliches, dann jetzt finde ich es noch beeindruckender. Also in dieser Höhe, wenn ihr hier abrutschen. Fuck. Und dass sich auch kein Heuballen, der uns rettet. Wow, knapp. Ja, nein. Ich hab doch gedrückt. Nice. Hier so ein richtiges Seilzugsystem, mit dem die Steine befördert werden, was ja früher wirklich gab. Aber das benutzen wir jetzt, um hochzukommen. Ach, hier. So, jetzt habe ich aber gesehen, dass du da bist. Mal zurechtdrücken. Wow! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen jetzt weiter. Hier. Oh Gott, einfach so in die Leere springen.
Und wir sind auch wirklich noch längst nicht oben, also das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir es geschafft haben. Und damit bleibt die Illusion, in Klammern Illusion, dass wir weit oben sind. Okay, warum wir das nicht Schwert angezogen? Bleibt natürlich erhalten, weil man könnte natürlich auch meinen, so, die zeigen das jetzt. Wir machen dieses kurze Kletterlevel und dann sind wir automatisch oben. Pustekuchen! Das wird jetzt, wir müssen jetzt wirklich bis da hoch. Diese Art von Level-Design liebe ich. Dieses, wo man... Das geografisches Level-Design nenne ich das gerne. Alan Wake hat das auch... Uiui, die Musik ist plötzlich abgebrochen. Alan Wake hat das auch in perfekter Form. Wo dann, wo man von das Ziel immer von weit weg schon sehen kann. Weil das dann immer mit dem Licht im dunklen Wald immer visualisiert wird. Das heißt, man sieht immer in der Ferne schon, ah, da müssen wir hin. Und wenn du es geschafft hast, den Weg zurückzulegen, kannst du danach genau sehen, wenn du zurückblickst, wie weit du gelaufen bist und was du halt alles überstanden hast. Und das war ja beim ersten Teil auch und bei diesem Teil auch. Bei Teil 2 ging es natürlich nicht, weil war ja Open World. Sinnloserweise. Nein. Nein. Oh. Ganz ruhig, nicht ungeduldig sein. Jetzt. Ach, tut mir leid, ich bin manchmal aber auch wirklich blöd. Ich weiß, dass ich es besser kann und trotzdem mache ich es falsch. Ich verlasse mich immer ungern aufs Hilfsmittel, deswegen vergesse ich immer, dass ich Slow-Mo aktivieren kann. Vorsicht. Ich benutze was halt ungern. Ich möchte Dinge immer lieber aus eigener Kraft schaffen. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich oft hätte verhindern können, was zu verkacken, aber ich stelle mich halt oft dagegen. Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach besser an, wenn man das aus eigener Kraft schafft. Also immer. Egal worum es geht. Deswegen schummel ich auch nie. Also auch in der Schule nie. Wollte ich nie schummeln. Da habe ich lieber gedacht, gut, da verkacke ich lieber. Und mache die Sachen falsch, anstatt etwas. Wow, ich würde sagen, hier kommen sicher Feinde. Ja. Mann, oh Mann. Genau, ich wollte früher lieber eine Klausur verkacken, als irgendwie abzugucken oder sonst was. Und bei Spielen war es für mich auch immer so. Lieber aus eigener Kraft schaffen, als immer die Hilfsmittel zu benutzen. Ah. Oh! Hä, das war doch... Das war jetzt nicht mein Fehler. Ja, geht doch. Okay, ich hoffe, es ist weit genug. Oh, aber gerade so. Ach, kurz mit den Augen reiben. Falls euch wundert, dass es gerade
Nachmittag. Sehr schönes Wetter draußen. Ich war auch heute schon draußen, bevor ich auch nur daran gedacht habe, irgendwas zu zocken. Ich habe jetzt mal was gefrühstückt. Vorgestern war ich mit meinem Papa Fahrrad fahren. Da wir im Moment beide immer zu Hause arbeiten müssen, machen wir halt viel zusammen gerade. Keine Feinde, sicher? Okay. Ach, Quatsch, zurück. Ja, ich sehe gerade, ich muss den Stein da hochbringen. Und den hier. Jetzt wissen wir schon, was drei Feinde da oben sind. Das kann ich auch nicht oft genug betonen. Spiele, in denen nur drei Typen eine Gefahr darstellen. In Wirklichkeit wirst du auch, wenn drei Typen gegen dich kämpfen, alleine, egal in welcher Situation, außer du hast eine Knarre und die nicht, wäre immer gefährlich. Ja, natürlich sieht er mich. Sehr gut. Wow. Sieht aber echt toll aus. Auch sehr gut, in diesem Spiel wird es wieder nur ein Ende geben. Das mit den zwei Enden ist auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Weil lieber eine gut auserzählte Geschichte als irgendwas, wo man immer im Hinterkopf hat. Hey, jetzt ist hier ein unsichtbarer Gegner. Verrückt. Als irgendwas, wo man immer im Hinterkopf hat, so, oh, es hätte auch anders enden können. Oder wo man am Ende das Ende vielleicht gar nicht mag, das man erreicht hat. Ist natürlich ein guter Weg, um es zu schaffen, dass Leute etwas öfter spielen. Was heute scheinbar keiner mehr möchte. Also Mass Effect fällt mir ein. Ist natürlich ein super Spiel, was man definitiv öfter spielen kann. Okay, ich bin ausnahmsweise verwirrt. Wo muss ich lang? Ach, da. Ach, die Perspektive schon wieder. Überall Vögel. Ich habe gar nicht gesehen, dass das nah genug dran ist. Ah, nein, 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 nein. Bisschen zu früh. Wow, what the... Ganz ruhig. Boah, Gott. Jetzt fahren die aber auch die ganz großen Geschütze auf hier. Nein, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Man muss immer mit einbeziehen, wie lange er für die Animation braucht. Großartig.